Call of Duty Black Ops. Es war eine Falle. Sie wussten, dass wir kamen. Dieser Schwein Dragovic. Der Russe? Ja. Er hat in Dahlem gesteckt. Wohin brachte Dragovic sie? Russland. Ein Arbeitslager. Eine Hölle namens Vorkuta. Oh Gott. Was haben sie mit ihnen gemacht, Mason? Ja, was nicht. Wieso hat Castro sie nicht einfach getötet? Sondern an Dragovic ausgeliefert? Castro und Dragovic haben zusammengearbeitet. Sie waren im Gefecht. Vorkuta musste kämpfen zum Überleben. Was ist denn Vorkuta passiert, Mason? Ich war allein. Was denn, Kader? Was habt ihr denn angetan? Ich hatte die Flucht auf und aufgegeben. Aber Viktor Reznov hat einen Plan. So, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops, Freunde. Wir sind in Russland im Arbeitslager Vorkuta. Ja, das sieht aus, als wäre das Viktor Reznov. Ein Freund. Au! Aber also, nee, no Freund sieht das hier nicht gerade aus, aber vielleicht ist das, ach, au. Ja, genau, jetzt müssen wir dem auf die Map hauen. Ja, das kann durchaus Sinn nehmen, wir sind ja da in Russland. Sieht da ziemlich kalt aus. So, entkommen Sie aus Vorkuta. Schritt 1, die Schlüssel sichern. Ja, wie denn? Ah, da Leute stehen. Wohin? Hallo? Hallo, wem? Ja, dann kloppt doch drauf auf deine... Ja, Sie haben sich nicht an den Fluchtplan gehalten. Ganz toll. Nochmal. Also, ich schätze, wir müssen... Ja, genau, jetzt fängt das wieder an. Von vorne nochmal. Ja, also mir sollte wahrscheinlich mit dem Stein, der da leid, der blöde russische Glatzkopf, wenn er über die Map ziehe, ja, und uns bei dem den Schlüssel klaue. Gut, dann kommen Sie aus Vorkuta, Schritt 1, die Schlüssel sicher. So, da leid, er stehen und dann das Ganze nochmal. Ah ja, drücken Sie Dings für den Nahkampf. Hier, hopp, drück, hopp, und baut's, jawohl. So, steh auf. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja, das ist wohl wahr. Das ist Schritt 1! Ziel erfüllt. Jetzt. Jawohl, passt doch. Nehmen wir Vorkuta! Hurra! Drücken Sie! Jawohl. Aufstieg aus der Dunkelheit! Na, Schritt 2, Aufstieg aus der Dunkelheit. So, stechen ab. Okay, also wie das bis Schritt 5 aussieht, wissen wir dann jetzt schon mal. Darf ich mich vorstellen? Ja. Sergei Kozin, das Monster von Magadan. Ja, so sieht er aus wie das Monster von Magadan. Wir haben immer noch so ein blödes Messer in der Hand, leider nicht irgendwo normale Knarre oder sowas. Irgendwo, also auf jeden Fall sieht es aus, als wäre die Flucht hier von langer Hand geplant, weil eine Menge Gefangene kämpfe gegen eine Menge Russen. Jawohl, Schritt 2, Aufstieg aus der Dunkelheit, also rein in den Aufzug. Reznov, können Sie dem Amerikaner trauen? Natürlich, Gefangener E1118. Er und wir sind uns ähnlich. Ja. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Das ist richtig, Soldaten betrogen, ohne eine Armee. Vergessen. Betrogen, vergessen, verlassen. In Vorkuta. In Vorkuta. Sind wir alle Brüder. Ja, genau. Aber wenn ich mich an dich nicht erinnere, kann Kollege, aber wir sind definitiv Brüder. Jawohl. So, der versucht sich mit Pistolengewalt zu wehren. Ja, mach ne nass. Au, das tut doch weh. Ja, cool. Halten Sie X zur Aufnahme Makarov. So, jetzt haben wir auch eine Knarre und kein so blödes, selbstgebasteltes Plastikmesser mehr. So. Reznov, das ist für alle Männer blanker Selbstmord. Man kann den Sieg nicht ohne Opfer erreichen. Ja, das ist auch wahr. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Macht euch bereit, Männer!
So, Schritt 3. Feuerregen. Oh Mann. Die treffe ich wohl nicht. Die sind zu weit. Was dann? Was dann? Ach so. Okay. Der Turm reißt uns in Stücke hier. Hab Vertrauen, Genosse. So, Sergei, komm, schieb das Ding. Schieb. Schieb das Teil. Rechte Flanke, jawohl. Weg mit. Bams. Aua. Nachladen. Linke Flanke. Was? Wieso? Ist doch rechts. Da steht dann einer. Weg mit. So, jetzt geht er hinter eine Wand. Und links. Jawohl. Bam. Weg mit. Schon wieder? Ach, die wissen auch nicht, wo sie hinlaufen sollen, ja? Dass wir probieren, die das links und rechts hopp. In der Makarov ist hier nichts drin, Herr Mo. Ja, ja, meine Freunde. Bam. Linke Flanke. Ja, mach ich doch schon, Resnov. Richte mir jetzt auf, Herr Mo. Schieb das Wähnchen, das Verdammte. Ja, die hätten mal keine andere Knarre gäbe, wie diese scheiß Makarov, Alter. Da ist hier nichts drin. Das Schrott wird zur Waffe. Wo dann? Hurra! Schritt 4. Lass die Horde los. Auf geht's. Nie den Glauben verlieren, Freunde. Nee, mach mal nicht, Resnov. Also der... Ja, genau. Wir machen keine Pause. Du kannst in dem Spiel nicht absolut wanken. Nicht kommentieren, weil dir immer irgendjemand ins Wort fällt. Ne? Jo, Resnov, ist ja okay. Darf ich einmal was erzählen? Dankeschön, ich kommentiere das Spiel hier. Also der Resnov scheint eine ganz schöne Einpeitsche zu sein. Vor allen Dingen schreit er schon die ganze Zeit rum, ja. Und er hat wohl... Sergei, den Waffenschrank aufbrechen! Ja, es wäre da Zeit, dass wir da mal andere Waffe kriegen. Auf den Turm und unterstützen Sie den Aufstand im Süden! Ja, mache ich. Ich unterstütze den Aufstand im Süden, während Onkel Elefant hier den Waffenschrank aufbricht. Was ich sagen wollte, also der Resnov scheint zusammen mit mir, mit Mason, ja, diesen Plan zur Flucht entwickelt zu haben. Und sieht ja bis jetzt ganz witzig aus, ja, nur dass der Resnov auf Laufen schreit und ich hier kaum was kommentieren kann. So, was muss ich jetzt machen? Bewegen Sie nach hinten um die Schleuder. Okay, also, Kontrollpunkt erreicht, da sind drei Ziele und Feuer. Ach, das ist der Feuerregen, Schrott wird zur Waffe. Gut, alles klar, jetzt habe ich das kapiert, aber ich habe nicht getroffen, nochmal. Ja, und Resnov spricht schon wieder zu irgendjemand und... Nein, immer noch nicht. Ah, oh, ein bisschen höher. Sag mal, was ist denn das da? So, Schleuder und dorthin Feuer. Jawohl. Der hat doch gesessen, Freunde. So, Ziel 2. Also immer ein bisschen höher anhalle und zack. So, Freunde, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber der Paketfahrer hat kurz gekloppt. Also, zweites Ziel haben wir 8. So, und Ziel Nummer 3 und Feuer. Ne, noch einmal. Noch einmal rinwerfe, deine brennende Schrott und Feuerregen, Feuer. Jawohl, sehr schön. So, Ziel erfüllt. Holen sich eine Schrotflinte. Oh, das klingt doch mal interessant. Gut, dann gehen wir uns Schrotflinte holen. Ja, bewaffnet euch. Resnov hat schon eine MG in der Hand. Hopp, ich will 8. Die Knarre, gib her. Genau wie geplant. Jawohl. Schießen Sie auf das Schloss. Was? Was? Wo dann? Ich hab doch. Geh doch, bewege dich doch. Oh. Ich habe doch eine Schrotflinte, so. Ja, warum mache ihr das nicht? Ihr habt wohl Abwurfwummen dabei. Und auf geht's. Jawohl, die Flugbestie abstechen. So, und Feuer. Jetzt habe ich eine Schrotflinte. Macht ja viel mehr Spaß wie mit der scheiß Makarov. Da ist zwar immer nur einer Schuss drin. Aber die ist durchzugskräftig, den ich behaupte. Bam. Bam. Nachladen. So, weiter. Wo dann? Bam. Bam. Was? Der Heli? Welcher Heli? Bam. Ach so. Das war einer von uns. Sorry, Kontrollpunkt erreicht. Bam. Bam. Und nachladen. Ja, ich beeil mich schon. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hallo? Hallo, oh, irgendwas schießt du ganz schön heftig von vorne und auf hinne. Und jetzt muss ich mal kurz warten, Hemmo. So. Bam.
Bam! Jawohl. Au. Sie wurden durch ein explodierendes Fahrzeug getötet. Fahrzeuge explodieren öfter. Ah, nee, was du nicht sagst. Gut, dann nochmal. Bam! Bam! Der Heli. Ach, das ist der Helikopter, der wurde auf mich schießt. Das ist die Flugbestie. Meine Güte. Bestie abstechen. Jawohl, so. AK-7 und Herzschleiter. Nehmen wir die mal mit. So. Gib mir mal die Arcado. Macht das doch ganz doch mit Sicherheit viel mehr Spaß. So, jetzt müssen wir da vorne raus. 25 Meter entfernt. Irgendwas müssen wir da jetzt. Ah, rauf aufs Dach. Gut, alles klar. Hab ich doch. Hab doch die Harpunen. Kontrollpunkt erreicht und Feuer. Jawohl. Nachladen. So, die Flugbestie abgestochen. Ziel erfüllt. Erreichen Sie das Waffenlager. Und hopp. Au, das tat weh, aber egal. Weiter geht's. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, das Ding verzieht aber ganz schön. Da hole ich mir ja doch lieber gleich die Schrotflinte wieder. Ja, flankieren, Resnov, ist doch gut. Dann geh doch aus dem Fies, Himmel. Nur keine Angst. So, die verstecken sich doch, die Schweine. Ja, weiter vorrücken, mach ich doch. Granate, Feuer, nachladen und Mitte im Weg gestanden. Sag mal, gibt's doch keinen anderen Weg. So, jetzt habe ich aber da wenigstens mal Magazine, Himmel. Meine Güte, geht das hier rund. Oh, AK-7, eine fertig Granatwerfer. Jawohl. Ihr habt ihn gehört, Genosse. Bam. Oh, Nahkampf ist er da. Bam. Weg mit. So, jetzt geht's die Treppe hier hoch. Abgestochen. Weg mit. Seit wann habe ich... wieso? Ja, ist doch gut. Machen wir doch. Bam. Und bam. Renn mit deiner Granate. Jawohl. Na, wer ist teilweise nicht, wer jetzt hier Gefangene und wer Wache sind, ja. Aber Hauptsache immer Resnov hinterher, der Mann kämpft hier an vorderster Front, so gehört sich das. Ist ja schließlich ein russischer Genosse. Ah, irgendwas trefft mich da aber die ganze Zeit. Ja, dann lass doch die Tür verriegeln, Resnov. Was ist denn dort dran so wichtig? Oder habe ich deinen tollen Plan schon wäre nicht verstanden? Oh, oh, oh. Oh. Ach, deswegen. Sergej, komm. Deaktivieren Sie die Sicherheitstür. Wo? Mach ich doch. Nicht nachladen. Die Tür öffnen. Schritt 6. Die Eisenfaust schwingt. Gut, also oben im ersten Stock. Was ist die Eisenfaust? Ist Klitschko auch hier? Bam. Aus dem Fies, ihr elende Penner. Hier. War lang genug eingesperrt bei euch. So, Kontrollpunkt erreicht. Wie geht's weiter? Schritt 6. Okay, also immer weiter Resnov hinterher. Resnov kennt sich hier super gut aus in diesem Gefangenenlager. Wahrscheinlich hat er geholfen beim Aufbau oder sowas. Sowas kennt man ja heutzutage. Oh, da leid wieder eine Schrotflinte. Ja, ich komme ja schon. Ja, und um was geht's? Wo geht's weiter? Ah, da lang. Beschützen Sie Resnov. Bam! Das Garagentor gehört aber auch der Vergangenheit an, Freunde. Alter, geht's hier rund. Was für ein Gemetzel. Ja, ja. Ja, mach ich. Wo geht's lang? So, jetzt holen wir mal erst mal wieder die Schrotflinte da mit. Irgendwo schießt's so von hinten. Ach, da oben. Oh, sorry, Resnov. Jetzt hätte ich Resnov beinahe die Kniescheibe weggeschossen, aber das macht ja nichts. Ja, mach ich doch. Ich muss doch gucken, wo die sind. Hallo. Bam. So, beschützen. Gut, dann stelle ich mich jetzt so hinter die Wand und schieße einfach alles über den Haufen, was da kommt. Wo dann? Der Tresor muss auf, sofort! Oh, da kommen Dicke. Die sind dick, jawohl, aber Mappen. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Ich bin doch am Schießen, was das Zeug hält, Mann. Weg von mir. Hau doch ab.
Weg, weg, Absteche. Au. Was macht denn der Rest noch eigentlich da? Ja, mach ich. Ich nehme die Waffe. Schrotflinte. Bam. Bam. So, Tür ist auf. Und jetzt? Und bam. Bam. Alter, die fallen hier wie die Fliegen mit dieser Schrotflinte. Die Schrotflinte ist gut. Kann mir bitte jemand so eine besorgen? Die möchte ich für den Rest des Spiels behalten, bitte. Bam. Gut, die Dicke braucht zwei Schüsse, aber alles andere ist mit Elmo Ninhalle erledigt. Was ist dann eigentlich in der Tür? Oder habe ich wieder irgendwas nicht verstanden von dem ach so tolle Plan? Ja? Oben, erster Stock. Ja, hallo. Ach, ich soll... Okay, gut. Ich soll die Waffe holen. Nennt mich Todbringer, Freunde. Schritt 7, die Hölle auf Erden. Jetzt mache ich euch alle gar nieder. Komm her. Ja, 1000 Schuss Munition. Oh ja. Oh ja. Jawohl. Jawohl. Geh weg. Du, jetzt mache ich ein Sieb aus dir. Ah, hi Resnov. Gut. Wo geht's lang? Da lang. Ja, geil. Komm her. Bam! Und bam! Jawohl, der nächste LKW hochgejagt. Ah, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass das Ding nicht überhitzt. Jawohl, nennt mich Todbringer, Freunde. Kontrollpunkt erreicht. Was wollen die überhaupt? Bam! Jawohl, Vergeltung. Und ich habe diese geile Wumme in der Hand, Alter. Wo ich aber nur noch 500 Schuss drin habe. Also ich sollte ein bisschen entweder besser ziele oder mit was anderem schieße zwischendurch. Aber nee, das macht einfach viel zu viel Bock, die doch alle gar wegzurotzen. Das ist Call of Duty, Alter. So muss das hin. Eine dicke Wumme in die Hand und alles aus dem Weg puste, was da vor die Flinte läuft. Entweder mit Mann und Maus unergehen oder das Gefängnis hier übernehmen. Oder wie sieht das aus? Jawohl, rein da. Ja, bam. Sag mal, das müsste aber mal bald zu Ende sein. Hoffe, ich habe nur noch 200 Schuss. Ja, mal, das kann ja alles nicht Sinn hier. Bam, noch 30 Meter. Ja, wenig Munition. Ja, 127 Schuss, Alter. Aber, ja genau, die andere kennt die Ammo, was mache ich. Muss hier hinten alles allein machen. So, jetzt schießen wir das Ding noch leer. Und fertig. So, jetzt haben wir wieder die AK in der Hand. Tötet sie alle. Was, Tränengas? Oh, ne. Ja, Mason, das war's dann wohl. Wäsche die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit kann uns niemand was anhaben. Weder Russen, noch dick gepanzerte Russen, noch, sonst irgendwas. Ja, und jetzt? Sie setzten Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War Resnov da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns nächste Folge wieder bei Call of Duty Black Ops. Bleiben dran, wann es euch gefällt, gebt dem Ding ein Like. Macht's gut, tschüss, bis dann. Call of Duty Black Ops.